Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes, eigentlich etwas ganz Normales, aber heute ist es nicht mehr normal. Wir reden heute über Wechselfelder im Magnetismus, nämlich über die sogenannten Kleinschen Feldern. Und es ist mir eine große Ehre und Freude, den Unternehmer und der Hersteller und Entwickler dieser Kleinschen Felder hier heute im Studio zu haben. Seine Firma gibt es schon seit 37 Jahren und heute ist er da. Ganz herzlich willkommen, lieber Bernhard. Herzlich willkommen, danke. Schön, dass du da bist und ich wäre froh, du könntest uns mal so in einer Minute mal kurz erklären, was sind Kleinsche Felder? Eigentlich ist es eine Technologie, die auf Magneten beruht. Das heißt, es ist eine magnetische Fläche, in der alle paar Millimeter ein Polwechsel drin ist. Das heißt, Nordpol, Südpol, Nordpol, Plus- und Minuspole wechseln, aber eben nicht nur einfache Wechsel, sondern in verschiedenen Polausrichtungen, verschiedenen Polstärken, verschiedenen Polflächen. Es ist sehr komplex gehalten, die ein Signal erzeugen, auf das Blut, wenn das Blut rüberfließt über wechselnde Pole, dann bewirkt es, dass das Blut leistungsfähiger wird. Das heißt, die Zusammenlagerung von roten Blutkörperchen zum Beispiel wird aufgelöst, das Blut wird fließfähiger und geht dann in die feinen Haargefäße. Und dann können die Zellen besser arbeiten, um das mal schnell zusammenzufassen. Und das wollen wir uns jetzt schnell anschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich werde Ihnen jetzt gerne ein paar Bilder zeigen. Wir haben hier erstmals ein Bein, wo man da, kannst du es vielleicht noch kommentieren, Bernhard? Hier sehen wir doch sehr viele grobe Adern. Ja, im Volksmund sagt man da Besenreißer zu. Ja. Das heißt, der Körper sucht sich, weil nicht mehr genügend Sauerstoff und Nährstoffe ins Bindegewebe kommt, baut er praktisch neue Umleitungen, neue Äderchen, um da besser reinzubringen. Und dieses Bild ist, dieser Patient hat das schon 20 Jahre, wird aber jedes Jahr schlimmer und hat dann 4 Wochen lang diese Felder rund um die Uhr zum Einsatz gebracht. Und dann haben wir hier den Effekt nach 24 Stunden. Ja, bei dem ersten Bild konnten wir natürlich sehen, dass er ein beigefarbenes Bettlaken benutzt hat, was das Licht so bläulich reflektiert. Aber die Adern, auf die es ankommt, kann man trotzdem noch gut erkennen. Klar. Und wenn wir dann sehen, was der innerhalb von 4 Wochen dieser starke Rückgang, wenn ständig Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen hinkommt. Wir zeigen es nochmals, vorher und nach 24 Stunden nachher. Ich vergleiche das immer gerne mit den Adern mit dem deutschen Straßenbaunetz. Das heißt, wir haben die Autobahnen im Körper, das sind die Hauptfachadern. Davon gehen dann Bundesstraßen weg, die nicht mehr so breit sind, die Arteriolen. Und dann geht das weiter in ein Dorf hinein, zur Hauptstraße, wieder etwas schmaler. Von der Hauptstraße geht eine Nebenstraße ab, die wird noch schmaler. Von der Nebenstraße geht ein kleiner Fußgängerweg rein und der führt zu den Wohnhäusern. Das heißt, da sitzt eine Gruppe von Häusern dran, das ist die Zelle. Klar. Weil ich immer sage, was nützt es eigentlich, wenn Sauerstoff, Nährstoffe, alles auf der Autobahn hin und her fahren, aber keiner kommt zu mir nach Hause. Das heißt, die Zellen brauchen Sauerstoff und Nahrung und das kann nur über Blut angeliefert werden. Und die Stoffwechselendprodukte, manche nennen es auch Zellgifte, können nur besser abgeholt werden, wenn das Blut auch in diese Haargefäße reinkommt. Genau. Ich möchte nochmals Bilder zeigen, liebe Zuschauerinnen. Diese Bilder sprechen für sich. Sie sehen eine bessere Fließfähigkeit des Blutes, hervorgerufen durch die durch Studien belegte Wirksamkeit der Kleinschen Felder. Die Kleinschen Felder, benannt nach ihrem Entwickler Bernhard Klein aus Bremen, bewirken unter anderem eine erhebliche Leistungssteigerung der Zellen. In einer Pilotstudie mit Schlafauflagen, die mit Kleinschen Felder ausgestattet waren, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Nervenschäden wie Polyneuropathie verschwanden. Blutzuckerwerte und Bluthochdruck normalisierten sich. Durch Wundheilungsstörungen offene Wunden verschlossen sich, Schlafstörungen verschwanden. Auch Krampfadern verschwanden. Die Kleinschen Felder einer Technologie made in Germany sind einsetzbar zum Beispiel gegen Schmerzen, Verspannungen, Fibromyalgie, Migräne, Parkinson, MS und viele andere Erkrankungen, aber auch zur Gesunderhaltung. Diese Studienergebnisse entstanden als Monotherapie alleine durch das Schlafen auf Schlafauflagen, die mit Kleinschen Feldern ausgestattet waren. Fazit, eine bessere Fließfähigkeit des Blutes ist für alle wichtig. Und jetzt kommt eigentlich das für mich am eindrücklichste, nämlich dieser Ellbogen. Und hier auch wieder, man sieht in diesem Ellbogen, dass im oberen Teil über 24 Stunden eine Behandlung stattgefunden hat mit diesen Wechselmagnetfeldern und unten nicht. Und man sieht ganz klar, dass hier eine unglaubliche Regeneration schon stattgefunden hat. So, also, und darüber möchte ich mich gerne mit dir unterhalten. An diesem Bild können wir sehr gut erkennen, dass nicht nur mehr Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen hingebracht wird, sondern das, was im zwischenzellulären Raum eingelagert ist, wie beim blauen Fleck, Blutergüsse kann sich ja sehr lange halten, in grün, gelb, alle Schattierungen. Das hier war ein Bild genau nach exakt 20 Stunden.
Und zwar an der Stelle, wo die Felder liegen, wird also nicht nur mehr hineingebracht, es wird auch mehr abgeholt, was zwischen den Zellen eingelagert ist in dem Falle. Mhm. Bedeutet, die Versorgung und die Entsorgung ist verbessert. Also aus meinen Medizinkenntnissen heraus ist eigentlich die Durchblutung und die, dass alle Gefäße gut mit Energien versorgt werden, das A und O schlichtweg. So, und du hast hier eine Technologie auf den Markt gebracht, die gibt es ja schon lange, aber ich habe sie eigentlich immer anders gehört, nämlich ich habe immer gehört Nord-Süd-Ausrichtung von Magnetfeldern und nicht diese Wechselfelder, wo ja eigentlich logisch ist, dass, also es ist ein ständiges Agieren auf den Körper. Das Blut bewegt sich über ständig wechselnde Pole. Das heißt, alle elektrisch leitfähige Flüssigkeiten, wie das Blut auch, Blut, Lymphe und Co., sorgen dafür, dass die roten Blutkörperchen, wenn sie über die wechselnden Pole gehen, werden auseinandergedrückt, sodass sie einzeln wieder in die Haargefäße können, was sie im zusammengelagerten Zustand, das nennt man Geldrollenbildung, nicht können. Das heißt, eigentlich vergleichbar mit dem Ofen, wenn der mehr Sauerstoff kriegt, brennt er besser. Das gilt auch für die Zelle. Mhm. Kann besser arbeiten. Jetzt hast du dir sehr viel Arbeit und Mühe gemacht, das alles natürlich auch wissenschaftlich zu dokumentieren. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, die angesehenste Mitochondrial-Expertin schlechthin, die Frau Dr. Professor Brigitte König, hat ja auch eine Studie gemacht. Über ihre Ergebnisse werden wir Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in einer anderen Sendung mal darüber informieren. Heute ist es aber eine Medizinzulassungsprodukt zertifiziert, was du erreicht hattest. Also ich habe mein Unternehmen als Medizinprodukthersteller ist zertifiziert. Ja. Es ist ein Klasse-1-Produkt, was nicht zertifiziert werden muss. Aber wir arbeiten mit dem Produkt wie bei Klasse 2a auch, mit allen EU-Normen. Ich frage mich nur eins, wenn ich solche Sachen sehe und auch die Studie von der Frau Professor König, dann frage ich mich nur, wieso wissen das nicht schon alle? Weil wir reden hier, wir sind ein Naturmedizinsender. Und ich meine, da reden wir über Elektrizität, da reden wir über Magnetismus und die Wechselfelder. Das ist ja das A und O, das hat der liebe Gott uns so geschenkt. Aber warum ist diese Magnetenwechselfelder kein Thema in der Medizin? Ganz einfach, weil ich nie Werbung dafür gemacht habe. Es gibt bestimmte Gesetze, die ich müsste jetzt für jede Erkrankung, wo ich feststellen konnte, dass es funktioniert hat, eine evidenzbasierte Studie machen, doppelblind, placebo-kontrolliert, randomisiert. Das kostet Millionen. Für jede Krankheit einzeln. Das heißt, wenn ich es bei einer Krankheit nachgewiesen habe, müsste ich dieselben Millionen das Geld ausgeben für die nächste Erkrankung. Das hatte ich gar nicht. Also wir haben nur von Mund-zu-Mund-Werbung über Jahrzehnte überlebt. Mhm. Das heißt, über die Wirksamkeit, die Kunden und Patienten haben es weiterempfohlen. Mhm. Also du hast zwar Studien gemacht, aber nur spezifische? Nicht veröffentlicht. Nicht veröffentlicht. Ja. Aber warum wird denn das Magnetfeld-Wechselfelder so ignoriert? Naja, es gibt ganze Industrien, die von Erkrankungen leben, die nicht unbedingt dafür bin, dass der Patient morgen nicht wiederkommt. Weil wenn wir die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder verbessern, wenn wir dafür sorgen, dass der Körper sich selber wieder heilen kann, dann entfallen natürlich jede Menge Behandlungskosten. Das ist nicht unbedingt erwünscht. Ich meine, das sind jetzt nur ein paar wenige Bilder gewesen, aber die zeigen ganz klar, dass die Durchblutung besser wird, die Sauerstoffzufuhr wird besser. Also eigentlich hat der Mensch, wenn er auf solchen kleinen Feldern liegt, eine deutlich erhöhte Selbstheilungskraft, oder? Eigentlich habe ich sie entwickelt zur gesunden Haltung. Das Ziel war eigentlich, dass der Körper gar nicht erst erkrankt, weil die Fließfähigkeit des Blutes entscheidet darüber, ob ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, ob ich einen Hörsturz, ob ein Organ überhaupt arbeiten kann. Das heißt, jedes Organ, Billionen von Zellen sind davon abhängig, dass Nährstoffe ankommen. Ich kann die teuersten Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Wenn die bei der Zelle nicht ankommen, weil sie auf der Autobahn hin und her fahren, aber nicht in die Fußgängerwege kommen, dann nützt mir das beste Präparat nichts. Der Arzt hat austherapiert. Die Wunde heilt halt nicht. Und ich habe immer da angefangen, wo der Arzt gesagt hat, da kann man nichts mehr machen. Da war für mich der Moment, wo ich sagte, wieso kann man nichts mehr machen? Wieso reagiert die Zelle nicht? Warum bleibt die Wunde offen? Was kann ich machen, damit die Wundheilung wieder beginnt? Und dann habe ich festgestellt, wenn man die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung wiederherstellt und verbessert, dann wird die Zellleistung verbessert und damit wird auch der Selbstheilungsprozess verbessert. Und der Körper reguliert sich selber. Bei dem einen reguliert sich der Blutdruck, bei dem anderen hört das Rauschen im Ohr auf, bei dem nächsten findet der Schlaf wieder statt, weil das vegetative Nervensystem wieder arbeiten kann, beim übernächsten stimmt die Verdauung wieder, weil die Darmschleimhaut wieder durchblutet wird. Eigentlich geht es in alle Bereiche. Wenn man dann noch Studien liest, ich habe in den letzten 30, 40 Jahren jede Studie gelesen, da gibt es hunderte inzwischen, die mit Permanentmagneten gemacht wurden, inklusive einer Studie mit einem Kaninchenohr,
wo man permanent Magnete reingetan hat und feststellen durfte, dass die Vasomation, die Pumpbewegung der Adern, wenn der Magnet drin war, weiter der Tonus hoch, ging er runter, war er niedrig, ging er hoch. Und so ein Kaninchen hat kein Placebo. Das heißt, für mich war das so überzeugend, dass wir mit Magnetfeldern eine ganze Menge machen können, dass ich angefangen habe zu tüfteln, zu probieren, wie breit müssen die Polabstände sein, weil sind die Abstände zu weit auseinander, bricht das Feld zusammen. Sind die Polabstände zu nah, dringt es nicht tief genug ein. Sind die Ausrichtungen nicht in alle Richtungen, dann muss das Blut eine bestimmte Richtung haben, geht auch nicht. Also es wurde mit der Zeit immer komplexer und irgendwann hatte ich ein Signal, wo alle Zellen darauf reagiert haben, inklusive Gehirn, und zwar mächtig, was wir auch messen können mit EKG, EEG. Also inzwischen können wir alles nachweisen, ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich liege so auf einer Liege mit diesen Feldern und da habe ich so viele Wechselfelder, dass im Körper ganz viel Aktivitäten stattfindet. Kann ich dann überhaupt noch schlafen? Also Menschen, die sensibel sind, die verspüren am Anfang ein Kribbeln. Ich verspüre davon nichts, aber das ist... Ich habe, weil ich früher in den Kuhstall gegangen bin auf dem Dorf und hab das gerochen in dem Stall und nach einer halben Stunde habe ich davon nichts mehr gerochen, weil der Körper sagt, kannst du ignorieren. Das heißt, sensible Menschen werden am Anfang ein leichtes Kribbeln haben. Das kann man aber steuern, indem man die Flächen steuert, einfach etwas kleinere Fläche macht und dann Stück für Stück vergrößert. Man kann steuern über die Zeit oder über die Fläche. Aber ja, von 100 Menschen, sagen wir, können 90 sofort ganz drauf und haben keine Probleme. Und 10 müssen, je mehr Stoffwechsel, Endprodukte und Gifte noch eingelagert sind, desto langsamer sollte er abführen. Also da kann man dann aber auch, wir machen immer individuelle Betreuung. Das heißt, es gibt keinen Patienten, wo wir dann sagen, du hast das einfach und gut, sondern ich erwarte, dass er sich meldet bei mir, wenn er merkt, das wird unangenehm, dann werde ich ihm sagen, was er tun kann, damit es angenehmer wird. Also ich möchte mal noch ein bisschen in die Geschichte reintauchen. Und zwar haben wir ja in der Erdmagnetfeld auch eine gewisse Magnetfelddichte. Ich glaube, hier in Europa um die 40 Nanotesla oder Mikrotesla. Also 45, 50 Mikrotesla. Mikrotesla, gut. Okay. Früher haben wir ja nicht so in die Höhe gebaut und mit weniger Metall. Waren dann früher die Menschen besser mit diesen Wechselfeldern vom Magnetismus verbunden als heute? Ja, sie haben keinen Wechselpol bekommen. Sie haben aber das Erdmagnetfeld, was durch Stahlbetonbauten schlechter durchgeht. Das wird natürlich abgeschwächt, ja. Plus der Belastung unserer ganzen Mobilfunkmasten, weil auch diese Wellen gehen nicht nur durch Wände, sondern auch durch die Körperzellen. Und wir wissen alle, dass eine Körperzelle Strom produziert. Kann man messen. EKG, EEG, sagen wir mal, minus 70 Millivolt. Und ja, dann ist sie gesund, ja. Da es keinen Strom ohne Magnetfeld gibt, hat die Zelle also mit ihrem eigenen Strom, den sie herstellt, ein eigenes Magnetfeld. Jetzt treffen natürlich zwei Felder aufeinander und es muss zwangsläufig eine Reaktion geben. Deswegen bin ich mit den Mobilfunkmasten sehr kritisch. Aber das ist ein anderes Thema. Selbst auf dem Magnetismus, weil der wird völlig ignoriert. Wir reden immer über elektrische Felder, aber die ganzen Magnetfelder oder Wechselfelder habe ich eben selten als Thema gehört. Da bin ich umso offener und dankbarer, dass du heute auch da bist. Ich weiß aber, es gibt therapeutische Liegen, sogenannte Magnetdecken, wo Therapeuten Patienten draufsetzen und mal richtig Magnetfelder einwirken lassen, auch mit Erfolg. Aber wie steht das im Kontrast? Kann ich, also erstmal kompletter Unterschied. Das eine ist ein, das nennt sich Magnetfeldtherapie. Viele nennen das bei mir auch so, obwohl das falsch ist. Eine kleine Felder. Auflage betrachte ich nicht als Magnetfeldtherapie, weil eine Magnetfeldtherapie geht immer durch den Körper durch. Jeder Therapeut schickt ein Signal, egal ob Rechteck, Sägezahn, was es für Signale alles gibt, durch den Körper durch, durchdringt alle Körperzellen und zwingt die Zelle zu einem höheren Stoffwechsel, wenn das Signal durchgeht. Das ist wissenschaftlich klar. Problem ist, dass wenn die Zelle einen höheren Stoffwechsel fährt, der bei einem Knochenbruch erwünscht ist, da würde ich mit Intensivapplikator auch direkt drauf gehen. Dieses Signal durchdringt aber alle Zellen. Das heißt, Billionen von Zellen müssen einen höheren Stoffwechsel fahren, was dann auch zu mehr Stoffwechselendprodukten im Blut führt. Manche nennen es auch Zellgifte. Und wenn jetzt die Niere nur 20% filtert, also wir müssen wissen, das Blut, wenn es einmal im Kreis gepumpt wird, gehen pro Kreislauf ca. 20% über unsere Nieren zum Filtern des Blutes. 80% laufen ständig an der Niere vorbei. Wenn ich natürlich mehr Gift produziere durch eine Behandlung, als die Nieren filtern können, dann habe ich 365 Tage lang, wenn man es dauerhaft machen würde, mehr Gift, als die Niere filtert. Das ist auf Dauer, kein Mensch hat bis jetzt ergründet, wo das bleibt.
und ob das Langzeitschäden mit sich bringen könnte. Deswegen rate ich dazu zur Behandlung ja, definitiv. Das kann man sogar wunderbar kombinieren, weil meistens, wenn die Signale aufhören nach 20 Minuten Therapie zum Beispiel, nach anderthalb Stunden ist die Energie ist nicht speicherbar, dann könnte man das mit einem permanenten kleinen Feld noch kombinieren. Erst das Tiefensignal auf die Leber, wo auch immer hin. Und wenn das Signal aufhört, kommt das permanente Feld und sorgt dafür, dass die Fließfähigkeit erhalten bleibt. Mhm. Damit auch der Sauerstoff 24 Stunden zur Zelle kommt und nicht nur 90 Minuten. Ja, das ist eine Kernaussage, ja, absolut. Ist es denn besser, am Tag durch irgendwelche Kniemanschetten zu tragen, wenn man Knieprobleme hat oder irgendwelche Ellbogenschoner, wenn man Ellbogenprobleme hat? Oder ist es noch besser, man schläft auf einer Liege während der Erholungsphase? Also generell erstmal ist die nächtliche Erholungsphase unsere Regeneration, weil wir bauen das zum Beispiel ja auch für Füße, wenn man Schmerzen beim Laufen hat. Ach, Sohlen? Als Einlegesohlen wird das auch gebaut. Inzwischen ist sogar ein Motorradsitzen drin, weil Konzentration und Reaktionszeit verbessert werden. Aber egal, wo wir es einbauen, es geht jetzt nicht ums Produkt, das Feld selber, wenn dieses Signal erzeugt wird, bedeutet nur an der Stelle. Wenn wir an den Bluterguss jetzt zurückdenken, da, wo die Felder sitzen, ja, da, wo sie nicht sitzen, steht es noch. Ja. Würde also bedeuten, wenn ich den gesamten Körper nachts regenerieren will, dann muss der Sauerstoff auch in der Lunge abgeholt werden. Mhm. Und wenn ich den nur in den Füßen die Durchblutung verbessere, wird er in der Lunge noch nicht abgeholt. Mhm. Das wird nur die Fließfähigkeit beim Fuß verbessert, aber der Sauerstoff fehlt noch. Mhm. Und die Regeneration über Nacht im ganzen Körper ist mit nichts ersetzbar. Ich kann natürlich 16 Stunden am Tag, wenn ich das Feld verlasse und alle Organe enden mit den Nerven in der Fußsohle, dann macht es natürlich Sinn, tagsüber noch mit den Sohlen weiterzuarbeiten, weil die Organe über die Nerven im Fuß noch erreicht werden. Und außerdem würde ich sie sogar nachts auf den Schuh nehmen. Weil was sollen sie im Schuhschrank über Nacht? Am Tag hat der Fuß Arbeit und nachts regeneriert er beim Schlaf. Mhm. Deswegen würde ich die Sohlen wahrscheinlich sogar nachts in Socken reintun und mit dem Strumpf an den Fuß anziehen, damit nachts eine bessere Regeneration, gerade bei Nervenschäden und Co. im Fuß. Mhm. Weil wenn wir von Zell-Selbstheilung reden, vom Körper, dann kann er das am besten in der Regenerationsphase und nicht im Schuhschrank nachts. Wie offen sind die Komplementärmediziner heutzutage auf die kleinsten Felder? Ich weiß ja auch, dass du heute bereits Ärzte ausbildest in Online-Seminaren oder auch in Ärztekongressen. Wie offen sind die schon auf das? Es wird mehr. Also vor 30 Jahren hat man noch gelächelt. Inzwischen lächelt man nicht mehr. Man sieht die Ergebnisse und auch die Laborsachen können wir ja nicht mehr vom Tisch wischen. Wir sehen, dass wir eine Bachelorarbeit haben, wo die weißen Blutzellen, also das Immunsystem, innerhalb von 60 Minuten um das 3,3-fache an Maximalatmung steigern können und die Reserveatmung sogar um 5,5-fache hochgeht, dann müssen wir nicht mehr fragen, ob die Zelle reagiert. Und zwar ohne Placebo im Reagenzglas schon. Also wenn ich jetzt mir das gerade so, diese Zahlen jetzt in einem Krankheitsfall anschauen würde, dann kann eigentlich diese Zahlen und diese Stärkung der weißen Blutkörper nur einen großen Segen sein für den Menschen, der eigentlich damit die Selbstheilungskräfte dramatisch, also positiv formuliert, in die Höhe schnellen lassen kann. Ja, also für mich ist das ja, ich schlafe seit Jahrzehnten darauf, um gesund zu bleiben, aber letzten Endes ist es für mich, wenn jemand Zellleistung nicht mehr da ist, und das nennt man dann Beschwerden oder auch Erkrankungen, dann die Zellleistung wieder zu optimieren, damit die sich selber wieder regenerieren kann, ist das die Basis. Weil was nützt mir ein Sauerstoffgerät auf der Nase, wenn er in der Zelle nicht ankommt? Er muss ja in der Lunge abgeholt werden. Klar. Ja, also darf ich mal das nochmals zusammenfassen? Wir haben ein Magnetfeld, wo einmal so ausgerichtet ist und einmal so und wieder so und wieder so, wie eine Gitterstruktur. Ja, noch komplexer, weil wenn es ein Zebrastreifen würde nicht funktionieren, dann müsste das Blut, wenn es von rechts nach links läuft, würde keine Weltwechsel mehr haben. Wenn ich aber nur ein normales Mosaik nehmen würde, würde es auch nicht so funktionieren, weil wir brauchen, um das Signal zu erzeugen, verschiedene Polabstände, verschiedene Polformen, verschiedene Polflächen, verschiedene Polausrichtungen, verschiedene Polstärken. Also es wird dann sehr komplex, um dieses Signal überhaupt zu erzeugen. Man könnte auch sagen, bei der Brille, man muss das Glas in einer bestimmten Weise schleifen, damit er auch gucken kann und nicht einfach nur ein Glas reinsetzen. Mhm. Bei Magneten ist es ähnlich. Ich kann Magneten vom Kühlschrank nehmen, da wird das nicht passieren. Das heißt, wir reden hier von einem Medizinprodukt, was mit klinischer Bewertung und auch im Labor und auch in Pilotstudien nachweisen konnte, was es tut. Also das geht nur, ich habe deswegen auch als Schutz einen Namen eingebaut, was man mit Prüffolien sichtbar machen kann,
um Fälschung vorzubeugen. Ja, das möchten wir gerne an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Entschuldigung, mein Verhaspel kurz einblenden. Und dann sehen wir, wie das aussieht, wenn man das durchzieht, das Magnet. Ja, da kommt ein Schriftzug zum Vorschein. Genau. Das ist das Original. Genau, das heißt immer das Wort BioRelax muss erscheinen. Wenn das nicht erscheint, hat man eine Fälschung. Mhm. Und gibt es Fälschungen auf dem Markt? Ja. Man hat mir gesagt, ein Anwalt mal, ich solle mich geadelt führen, dass man anfängt, mich nachzubauen. Mhm. Ich habe das am Anfang nicht so gesehen, aber ja, gibt es. Mhm. Okay. Du hast vorhin noch eine Studie erwähnt über die Reaktionsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, die in zwei verschiedenen Universitäten gemacht wird. Kannst du schon aus dem Nähkästchen was sagen, wie das aussieht? Also angefangen haben wir beim Sportler, einfach mal zu testen, doppelblind. Wir haben also Sohlen gebaut, wo die Folie eingearbeitet wurde zwischen zwei Lederschichten. Einmal eine echte und einmal eine Placebo-Sohle. Ja. Haben die den Sportlern in den Schuh gelegt und haben mit einem 128-Kanal EEG eine Messung gemacht, wie das Gehirn reagiert, wie viele Fehler es macht bei Prüfungsaufgaben, wie schnell er reagiert. Und die ersten Ergebnisse waren schon enorm. Das heißt, er hat schneller reagiert und hat dabei auch noch weniger Fehler gemacht. Was natürlich dann für jeden Sport nachher unersetzbar wird. Also auch das Hirn reagiert extrem darauf. Ja, ja. Hast du schon die Bereiche Motorik und Konzentration werden sofort angesprochen, auch sichtbar. Hast du Beobachtungen gemacht, jetzt ohne irgendwelche Medizinaussagen, aber Beobachtungen aus deinem Erfahrungsschatz der letzten 30, 37 Jahre, wie reagieren Menschen mit Parkinson? Das erste Mal, dass ich überhaupt eine Beobachtung machte, war ein Patient, der mir gegenüberstand und mich damals fragte, ob das bei ihm noch was nützen würde. Er hätte seit 10 Jahren Parkinson. Da habe ich damals gesagt, das weiß ich nicht, das wäre ein Versuch wert. Die Zelle, sie können nichts falsch machen, schädliche Nebenwirkungen haben wir nicht. Wäre ein Versuch wert, schreiben Sie mir doch, wenn es funktioniert. Mhm. Und da kam noch die Antwort, die Stimme war zu 80% weg. Also ganz leise, ich kann nicht mehr schreiben, weil er konnte nicht mehr ruhig halten. Und dann kriege ich 6 Wochen später von ihm ein Gedicht, selbst geschrieben. Ich habe geheult, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der mir selber schreiben kann. Ja. Das heißt, anscheinend ist so viel Dopamin wieder produziert worden, dass das Schütteln bei ihm so weit zurückging, er konnte wieder sicherer gehen und laufen, er konnte wieder besser sprechen, er konnte wieder besser zur Toilette gehen. Also das hat er in einem Gedicht verfasst. Das war für mich... Du hast gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Wie ist es mit Patienten, die einen Herzschrittmacher haben? Gibt es da Gefahren mit Magnetfeld darauf, einen Herzschrittmacher kommen? Also wir haben ein Magnetfeld, was eine Stärke hat, was nach 14 mm Abstand haben wir Erdmagnetfeldstärke. Mhm. Und wenn er auf dem Rücken liegt, nach 31 mm ist gar kein Feld mehr da. Wir erreichen nur das Blut. Der Schrittmacher wird gar nicht erreicht. Das heißt, Rücken- und Seitenlage sowieso unbedenklich. Mhm. Bei Bauchlage haben wir eine Zusatzauflage gebaut, die 10 mm Sicherheitsabstand herstellt. Obwohl mein Vater schläft ohne drauf, weil es kann gar nichts passieren. Aber dazu müssten wir jetzt alle Schrittmacher der Welt erstmal kaufen und durchtesten, ob das dann wirklich für alle gilt. Und deswegen Rücken- und Seitenauflage unbedenklich. Das heißt, selbst wenn er die magnetischen Sohlen 1,5 cm neben den Herzschrittmacher legt, passiert immer noch nichts. Wie viele verschiedene Produkte gibt es? Ich habe jetzt vom Fußsohlen gehört. Ich habe gesehen, es gibt Manschetten für die Arme, für die Beine. Es gibt die Liege, also eine Matte zum Draufliegen, oder? Es gibt es für Bürostühle, wir haben es für Autositze gebaut. Wir haben es eigentlich... Ach, die Lkw-Fahrer, wo immer wieder so schmerzgeplagte Probleme haben mit der Durchblutung, Rückenschmerzen. Also ich habe eine Liste erstellt mit ca. über 4000 Sachen, wo man es einbauen kann. Wow, okay. Naja, ob das ein Tennisschläger nachher ist, den er anfasst und dadurch eine höhere Schlagkraft und Ballgeschwindigkeit plus Reaktionszeit und Fehlerquote senken oder ob das ein Skiabfahrtsläufer ist, der es im Skischuh drin hat und beim Abfahrtslauf weniger Fahrfehler macht und schneller unten ist. Also ja, das geht. Es wird nichts geben, wo es nicht reinkommt. Wir bauen es auch für Pferde inzwischen schon, in Pferdemanschetten. Mhm. Also Gamaschen nennt sich das, glaube ich, bei den Pferden. Ich liefere nur das Rohmaterial. Die Hersteller bauen dann diese Felder in ihre Produkte ein. Deswegen mache ich eigentlich mehr die Beratung für die Unternehmen. Mein Sohn macht mehr die Beratung für Endverbraucher. Total spannend. Die Sendezeit rennt schon und wir sind schon fast wieder fertig jetzt mit der ersten Sendung. Aber wenn der Zuschauer oder die Zuschauerin zu Hause sagt, oh, das ist jetzt spannend, ich möchte noch mehr Informationen dazu haben, gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, wo man sich noch schlauer lesen kann oder schlau anhören kann? Also als erstes würde ich ganz dringend empfehlen, wir haben eine Seite eingerichtet, die nennt sich medizinwissen-online.de.
Dort wird wöchentlich regelmäßig Webinare gegeben. Das heißt, Webinar darf man inzwischen auch nicht mehr sagen, also Online-Vorträge. Mhm. Das heißt, und da kann er sich informieren, da wird es vorgestellt, auch immer die neuesten Ergebnisse, was wir jetzt gerade machen, wöchentlich. Und ansonsten kann er unter kleinschefelder.de ins Internet gehen, wenn er weitere Informationen sucht, oder bei Google ganz oder bei Suchmaschinen, egal welcher, einfach den Suchbegriff Kleinschefelder eingeben. Mhm. Dann findet er auch jede Menge Informationen. Mhm. Kann er das im Webinar auch Fragen stellen? Ja. Live, die werde ich auch live beantworten. Super, sogar persönlich auf sich selbst bezogen, die Fragen, super cool, wunderbar. Dann hat man dich. Schön, danke herzlich. Also lieber Bernhard, es ist mir eine Freude und ich möchte ganz herzlich danken für diese erste Sendung über diese kleinen Wälder. Und ich weiß nicht, wie meine Frau denkt im vorherigen Gespräch, aber ich fand das total überzeugend, was du uns gesagt hast zu diesen Wäldern und dass darauf liegen natürlich eine Präventionsmaßnahme ergriffen wird. Es ist Physik. Ja, wo man bis in die kleinsten Weggassen hinein den Körper wieder mit der Sauerstoff und mit weißen Blutkörperchen, mit roten Blutkörperchen gut versorgen kann. Super cool. Schade, hat sich das noch nicht ganz weltweit verbreitet, aber für das steht ja QS24. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.